Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show in der Alpha 3.22 und heute soll es um die Frage gehen, was sind eigentlich die besten Raumschiffe für Star Citizen, die man aktuell so im Spiel nutzen kann. Also nicht etwa für Echtgeldkauf zwingend, das könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber vor allem auch für den Ingame-Kauf. Das heißt, welche Schiffe sind so gut, dass man sie eigentlich unbedingt haben muss und welche machen da am meisten Sinn für euch. Lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert. Und wir legen los mit dem ersten Schiff. Übrigens, ich habe das jetzt hier nicht sortiert. Ich glaube, es macht doch keinen Sinn, das zu sortieren, zu sagen, das ist das Beste, das ist das Zweitbeste und sowas. Kommt ganz, ganz stark darauf an, worauf ihr auch Bock habt im Spiel, weil... Naja, wenn ich euch dieses Mining-Schiff empfehle, das ist das beste Schiff im Spiel und ihr wollt gar keine Mining machen, ist es auch blöd. Also nicht in der Sortierung hier sehen, sondern einfach mal durchgucken und dann müsst ihr euch einfach selber die Frage stellen, was für ein Schiff ist für mich interessant aufgrund des jeweiligen Gameplays. Also ich zeige euch quasi die besten Schiffe für das aktuelle Gameplay insgesamt. Gut, also Nummer 1 fangen wir an mit der Drake Vulture. Die Drake Vulture ist ganz klar ein herausragend gutes Schiff aktuell, denn sie ist zum einen im Spiel kaufbar, logischerweise für ungefähr 1,2 Millionen Alpha UEC in Lorville. Zum anderen ist es so, dass sie eben auch eine richtige Gelddruckmaschine ist. Das liegt an den neuen Salvage-Missionen, die wir haben, an der neuen Salvage-Mechanik. Ihr seht jetzt so ein paar Bilder, ein paar Aufnahmen davon. Im Endeffekt, ihr kauft euch die Vulture aus meiner Sicht so schnell wie irgendwie möglich, gerade auch als ganz neuer Neuling, macht es absolut Sinn, sein erstes Geld da reinzustecken und dann könnt ihr erstmal salvagen. Ihr habt eigentlich danach nie wieder Geldsorgen im Spiel, denn ihr habt ein Raumschiff, was es euch erlaubt, ohne Risiko und ohne irgendwas Besonderes zu investieren, dauerhaft Geld einfach zu farmen. Zu nennen wären hier also beispielsweise die Clean-Up-Salvage-Mission, die gibt es im persönlichen Tab im Quest-Menü. Da gibt es zum Beispiel die Constellation oder die Cutlass Black, ne? Beide Schiffe könnt ihr ganz einfach absalvagen. Ihr könnt auch direkt einsaugen mit der neuen Mechanik und dann entsprechend Zeug verkaufen, das Material. Besonders cool ist aber hier auch der Quest-Reward, denn diese Missionen geben immerhin 80.000 Tacken pro Stück. Und das läppert sich, ne? Das geht ja wahnsinnig schnell und ist eigentlich auch aktuell overpowered, um ganz ehrlich zu sein, aber es ist halt so, wie es ist und insofern nutzt es gerne, wenn ihr euch ein bisschen Taschengeld verdienen wollt, Ruf oder irgendwas, wirklich im Spiel vorankommen ist hier aber nicht möglich. Das ist wichtig, ihr kriegt hier keine höheren Quests oder irgendwas. Na gut, ihr könnt höhere Salvage-Missionen euch freischalten, aber das bringt euch jetzt auch nicht wirklich so viel mehr. Insofern ist das wirklich eine reine Geld-Verdien-Geschichte. Gleichzeitig könnt ihr aber auch mit der Vulture natürlich normale Missionen machen. Ihr könnt Paketmissionen, Liefermissionen und Co. machen. Ihr könnt sie nutzen, um zum Bunker hinzufliegen, beispielsweise für diese FPS-Mission. Ihr könnt auch erkunden in der Spielwelt. Das geht natürlich alles. Sie hat ein Bett zum Auslocken, auch sehr, sehr schön. Ein bisschen Frachtraum ist natürlich logischerweise da, also 12 SCU mindestens kriegt ihr rein, bis zu 30 sind möglich, also ihr könnt sogar looten, wenn ihr irgendwo Frachtkisten findet. Das ist ein sehr, sehr schöner Allrounder, auch abseits vom Salvagen und ist eigentlich in jeder Beziehung sehr zu empfehlen, außer im Kampf. Ihr könnt natürlich die schlechten NPCs wegschießen, aber das hat auch seine Grenzen, denn ihr habt nur zwei Size-1 Waffen, das macht nicht wirklich viel Sinn, aber es ist halt auch kein Kampfschiff, ne? Es ist ein Industrieschiff, aber gleichzeitig auch ein sehr, sehr schöner Allrounder. So, Schiff hier Nummer 2 ist die Misk Prospector. Ihr habt euch schon gedacht, natürlich, wenn wir Salvage haben, haben wir auch Mining. Hier gelten eigentlich fast die gleichen Regeln wie bei der Vulture. Ihr habt hier eine Möglichkeit für 2 Millionen Alpha UEC die Prospector in Lorville zu kaufen und könnt dann ohne Risiko und ohne eigene Investition einfach minern gehen. Das geht überall auf Monden, auf Planeten, im Asteroidenfeld, wo ihr wollt. Sucht einfach nach spannenden Erzen und spielt ein bisschen damit rum. Ihr werdet sehr schnell herausfinden, wie das am besten geht, aber auch das Basisschiff, denn mit dem normalen Arbor MH1 Mining Laser könnt ihr schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen und habt eigentlich ja keine großen Risiken dabei oder irgendwelchen besonderen Aufwand. Besonders schön an der Prospector ist, man kann sie auch für relativ wenig Geld ausleihen im Spiel und das heißt, auch ein Einsteiger kann mit einem kleinen Startgeld schon loslegen und kann sich einfach eine Prospector zum Beispiel bei einer Raffinerie einfach ausleihen und loslegen. Auch hier gibt es ein Bett zum Auslocken. Ihr könnt also auch hier normale Dinge machen. Ihr habt auch ein bisschen Innenraum. Das Einzige, was ihr nicht habt, ist Frachtraum. Denn die Prospector hatte diese Erzbehälter an der Seite. Das heißt, Trading fällt hier komplett weg. Oder auch andere Dinge, wo ihr irgendwas in der Welt lootet. Eher unwahrscheinlich, dass ihr das damit macht. Ihr könnt aber natürlich den Innenraum benutzen, um dort zum Beispiel Handpakete reinschmeißen oder Inventarsachen, die ihr lootet, mit reinpacken. Also das geht natürlich trotzdem.
So, Vehikel Nummer 3 wäre die Freelancer Max. Ja, wer hätte es gedacht, die Freelancer Max, sie kostet nur 2 Millionen Alpha UEC, auch in Lorville kaufbar. Und sie ist, ja, sehr interessant, weil wir haben natürlich einen großen Frachtraum. Wir haben 120, 122 sogar SCU an Frachtkapazität. Und damit könnt ihr traden. Das Problem hierbei ist, ihr geht natürlich immer ein Risiko ein. Ne? Wenn ihr irgendwas kauft, müsst ihr es auch wieder verkaufen. Wenn ihr sterbt oder irgendwas passiert, ist die Ware weg, ist euer Geld auch futsch. Das ist sehr, sehr doof. Aber wir haben dank Alpha 322 diese neuen NPC-Dörfer. Und viele davon verkaufen euch ja RMC, also dieses Schrottmaterial von den Raumschiffshüllen. Das ist sehr, sehr rentabel. Ihr kriegt nämlich etwa 3000 Alpha UEC pro Kiste. Und wenn man das mal durchrechnet, sind das rund 360.000 Alpha UEC pro Trading Run mit einem relativ günstigen Schiff. Also ihr habt noch rund 6 Trading Runs, die wirklich sehr, sehr schnell gehen, den gesamten Preis der Freelancer Max wieder drin. Es darf halt nur nichts schief gehen dabei, das müsst ihr wissen. Trotzdem ist auch die Freelancer Max auch aus anderen Gründen sehr spannend, denn der Frachtraum ist ja nicht nur zum Traden da, sondern auch zum Looten. Und wenn ihr zum Beispiel Bounties macht im Spiel, die haben tolle Sachen dabei, ne, durchaus auch mal wertvolle Ressourcen, wie zum Beispiel Maze oder Widow oder Itam und Co. verschiedene illegale Waren und die könnt ihr dann einfach looten. Ne? Also das gegnerische Schiff zerstören, die Quest dabei erledigen und Geld für die Quest bekommen, währenddessen im Ruf aufsteigen und die Fracht plündern. Die Freelancer Max ist relativ stark, sie hat 2 Size 2 Schilde, hat 4 Size 3 Waffen und ist insgesamt ein relativ guter Allrounder für dieses Gameplay, für einen relativ kleinen Einstiegspreis. Wie gesagt, 2 Millionen ist nicht allzu viel, hast du relativ schnell gefarmt. Und dann habt ihr auch quasi eine beinahe risikofreie Gelddruckmaschine. Ihr müsst dann zwar kämpfen, wenn ihr diese Bounty-Targets macht, aber die NPCs können eh nicht allzu viel, ehrlicherweise. Außerdem gibt es auch hier ein Bett. Ihr könnt auch andere Leute mitnehmen. Es ist ein Multicrew-Schiff, wenn ihr zu zweit oder zu dritt mal unterwegs sein wollt. Ein Geschützturm gibt es auch noch, also ist durchaus interessant. Und ihr könnt vor allem hier auch ein Fahrzeug mitnehmen, zum Beispiel mal einen Greycat Rock und dann ein bisschen Rock Mining machen. Der ist auch ausleihbar, also das kann man sehr, sehr gut kombinieren und wäre auch sehr zu empfehlen, gerade für Einsteiger. Ihr könnt euch natürlich auch die normale Freelancer kaufen, das würde ich aber eher nicht empfehlen, denn die ist von der Frachtgröße her nur halb so stark und kostet fast dasselbe. Die kostet nämlich 1,7 Millionen und meiner Ansicht nach, weiß ich nicht, also 300.000, 400.000 mehr, die hast du dann auch noch irgendwie rumliegen oder kann man nochmal anders farmen, würde ich euch gleich zur Freelancer Max raten. Der Vorteil an der normalen Freelancer wäre, dass ihr sie ausleihen könnt. Ne? Ob das sich rentiert, ist eine andere Frage, ist recht teuer, aber müsst ihr machen, wie ihr wollt. Aber ich würde hier auf jeden Fall die Freelancer Max empfehlen, aufgrund dieses großen Frachtraums, denn wir finden ja häufig auch sehr große SCU-Container. Die passen dann in die normale Freelancer eventuell nicht mehr rein oder ihr ärgert euch dann, weil ihr nicht mehr genug Platz habt. Deswegen nehmt lieber gleich die Max. Auf derselben Ebene, aber eine ganze Stufe drüber, liegt dann die Constellation Taurus. Die kostet nochmal ungefähr 1 Million Alpha UEC mehr, nämlich 3,2 und ist auch kaufbar in Lorville. Und ja, die macht genau das Gleiche, was das, was die Freelancer Max macht, nur noch besser. Ihr habt auch hier einen Geschützturm, ihr habt auch noch einen Traktorstrahl, der mal spannend sein kann, wenn ihr irgendwo im Weltraum Kisten lootet. Und ihr habt halt sehr, sehr viel größere Waffen. Ne? 2 Size 5 und 2 Size 4 Waffen. Ihr habt ein Size 3 Schild. Das Ding ist ein richtig geiler Oschi. Also wirklich fast schon eine eierlegende Wollmilchsau, muss man sagen, die ja im Prinzip alle wichtigen Sachen abdeckt, die es im Spiel gibt. Auch hier Fahrzeug mitnehmen möglich, ne, ein Rock zum Beispiel oder andere Dinge. Ihr könnt damit im Prinzip alles machen. Alles außer Salvaging, logischerweise. Aber das ist ja nicht schlimm. Man kann auch die ganzen Schiffe kombinieren. Ein Kumpel von euch hat vielleicht eine Vulture und ihr habt eine Freelancer oder eine Constellation zum Beispiel. Dann könntet ihr euch überlegen, zusammen zu arbeiten. Euer Kumpel salvaged. Ihr ladet die Sachen von seiner Vulture aus, packt die in das Handelsschiff, geht verkaufen, macht quasi da so ein Trading draus und habt da beide was davon und habt am Ende noch einen Haufen Zeit gespart, weil die Vulture, naja, die muss ja schon recht häufig zur Börse oder eben zum Verkauf fliegen bei gerade mal 12 SCU Lagerkapazität. Ich weiß, man kriegt noch mehr rein, aber theoretisch bei der Constellation Taurus hast du halt 174 SCU. Das ist wesentlich geiler. Da kriegst du also locker ja 8 bis 10 Vulture Frachträume rein und das lohnt sich dann schon. Ne? Wenn man das mal durchrechnet, so ein Börsenverkauf dauert schon seine 10, 15 Minuten. Die sparst du halt jedes Mal. Außerdem sind der Constellation Taurus auch die größten Bounty-Missionen kein Problem. Also ihr könnt locker auch Extreme-Risk-Targets machen. Und das sind ja die Missionen, die den allerhöchsten Reward haben, die also den höchsten Quest-Reward euch geben, aber eben auch den größten Loot-Reward. Und ihr habt aufgrund des großen Frachtraums auch genug Platz, um den ganzen Kram mitzunehmen.
So, wer noch höher hinaus will, der holt sich Vehikel Nummer 5, nämlich die C2 Hercules Starlifter. Und ja, es ist nur die C2, die wirklich spannend ist. Die anderen beiden sind eher uninteressant. Der Grund ist, die C2 kostet aktuell gerade mal 5 Millionen. Das ist sehr, 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 sehr günstig für das, was sie kann. Sie hat fast 700 SCU Frachtkapazität, 2 Geschütztürme, gute Waffen drauf und sie hat 2 Size 3 Schilde. Das ist nochmal, ne, logisch, nochmal eine Stufe über der Constellation, ist ja auch teurer und das Ding ist absolut monströs stark, wenn es euch darum geht, Bounties zu machen und zu looten. Ne? Ihr seht, ich gucke also schon so ein bisschen drauf, welches Gameplay ist aktuell rentabel, welches ist nicht so rentabel, müssen uns nicht drüber unterhalten, ne? Also irgendwelche Paketmissionen da für 3000 Alpha UEC, das ist mal ganz witzig zur Erkundung der Spielwelt, ja, aber so wirklich vorankommst du damit nicht. Mit der C2 kannst du natürlich unglaublich viel stapeln an Kisten, kriegst die ganz großen Kisten rein, die 32 SCU-Container und kannst mehrere Extreme-Risk-Targets am Stück machen und den ganzen Loot mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen und dann verkaufen. Und das Beste ist bei der T2, es geht auch absolut solo, übrigens auch bei der Constellation. Also es ist gar kein Problem, das kann man alleine machen, macht's am besten zu zweit. Es ist einfach ein bisschen angenehmer, ein bisschen sicherer auch, aber es geht auf jeden Fall auch solo. Hinzu kommen noch bei der T2, aufgrund des gigantischen Frachtraums lohnen sich auch Trading Runs, die jetzt nicht in diese neuen Dörfer gehen. Ihr könnt also auch an anderen Stellen traden. Beispielsweise könnt ihr Barrel traden, was sich durchaus lohnt, oder eben andere Waren, die in großen Mengen vorhanden sind, die nicht ganz so hohe Margen pro Stück haben, aber aufgrund der 700 SCU lohnt sich es eben einfach. Ihr habt einen riesigen Quantum Fuel, ihr könnt also sehr, sehr weit fliegen, ihr könnt einen sehr schnellen Quantum Drive einbauen und habt hier eigentlich keine Probleme. Ein weiteres sehr spannendes Gameplay sind ja die Combat Beacons. Da gibt es keinen Loot, aber die sind sehr schnell gemacht und geben eben einen sehr, sehr hohen Geld-Reward. Die gehen allerdings nicht so einfach solo, man kann das schon machen, ich werde euch gleich was dazu sagen, aber hier würde ich erstmal empfehlen, holt euch eine Redeemer. Die ist recht teuer, die kostet 8,6, 8,7 Millionen Alpha UEC, jetzt auch ein Lorbel zu kaufen und ihr braucht 2 Gunner. Aber wenn ihr das habt und zu dritt spielt, könnt ihr mit einer kleinen Gruppe mit diesem einen Schiff durchs Verse ziehen und am Stück die großen Combat Beacons machen, also auch durchaus gegen die Idris kämpfen, die wegschießen und dann mehrere Millionen Alpha UEC pro Stunde generieren, weil diese Combat Beacons halt unglaublich viel Geld bringen. So ein Combat Beacon, die High oder eben diese Critical Targets geben 200.000 oder eine Viertelmillion Alpha UEC pro Stück. Ihr könnt auch den Miles Eckhart Idris dann wegschießen, gibt auch eine Viertelmillion pro Stück. Das lohnt sich richtig. Ihr müsst dann zwar mit euch drei teilen, aber aufgrund der Geschwindigkeit, die ihr einfach habt mit diesem Schiff, ist das an sich kein Problem. Frachtkisten sind damit allerdings nicht möglich. Ich habe zwar hinten so einen kleinen Frachtraum, so 2 SCU, aber naja, da kriegst du jetzt nicht wirklich was rein, muss aber auch gar nicht sein. Es klappt ja auch so wunderbar, indem man einfach nur schnetzelt. Und ihr könnt auch hier wieder kombinieren. Ja, ihr könnt die Redeemer nehmen plus eine Hercules C2. Da macht ihr gemeinsam diese Extreme Risk Bounty Mission. Die C2 lootet, die Redeemer schießt sie weg. Also, ne, ihr seht, es macht immer Sinn, sich zu verbünden mit anderen und gemeinsam ein cooles Gameplay zu haben. Und wer jetzt sagt, nee, Moment, ich will aber lieber solo machen, gar kein Problem, dann gibt es noch die Ares Starfighter Ion oder Inferno. Das sind diese Size 7 Geschütze, die an einem Raumschiff dranhängen, um es mal so zu formulieren. Die machen einen Höllenschaden, wurden sehr, sehr stark gebufft und damit könnt ihr auch diese Combat Beacons solo machen. Die Critical Beacons dürften ein bisschen schwieriger sein, sind aber auch machbar aufgrund der hohen Distanz. Ihr könnt einfach ja quasi snipern, das ist sehr interessant. Und so könnt ihr eben diese Combat Beacons solo machen. Es dauert ein bisschen länger, weil ihr halt alleine seid, nur ein Schiff habt, aber es ist möglich. Und das werden wir unter anderem heute auch im Stream mal ausprobieren, wie das mit der, ja, mit der neuen Starfighter Ion oder Inferno, also neu ist sie ja nicht, aber mit der gerebalanceden jetzt funktioniert. Die ist, glaube ich, sehr, 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 sehr stark in dem Bereich und hat eben auch einen guten Quantum Fuel. Ihr könnt also schnell von A nach B fliegen, mit einem schnellen Quantum Drive, alles auch gar kein Problem. All die Schiffe, über die ich gerade schon gesprochen habe, haben noch weitere Vorteile. Sie sind relativ unempfindlich für Bugs, also sie haben in der Regel mehrere Ein- und Ausgänge. Man kommt damit also wirklich gut zurecht, auch wenn mal irgendwas schief läuft. Die sind meistens relativ gut zu handeln, haben es keine
fiesen Flugeigenschaften. Es gibt nämlich so ein paar Spezialschiffe, die relativ schnell aus dem Drift kommen und dann sich komisch verhalten. Das wollen wir ja nicht. Ein Beispiel wäre jetzt hier die Mole. Die Mole ist auch gut, ja, wenn ihr zusammen spielen wollt und wollt gemeinsam Mining machen, let's go. Nehmt die Mole, aber die hat eben wirklich tonnenweise Bugs in allen möglichen Ecken und Enden. Das sind irgendwann echt unangenehm. Und wie gesagt, die anderen Schiffe, die ich euch vorgestellt habe, sind da sehr, sehr entspannt eigentlich. So, last but not least, natürlich sie darf hier auf keinen Fall fehlen, die wunderbare Reclaimer. Die absolute Monster-Gelddruckmaschine im Verse, die geht auch solo. Ich würde zwar nicht unbedingt empfehlen, macht's ruhig zu zweit, aber es geht auch alleine. Ihr müsstet euch im Prinzip nur diese Hammerheads schnappen, ne? Also ihr macht nur diese Clean-Up-Mission, wenn sie gerade da sind, bei Yela. Die bringen euch eine 250.000 Alpha-UEC pro Stück plus den ganzen Frachtraum voll mit dem CM, mit dem Construction Material, was pro SCU 6000 Alpha UEC bringt. Die Reclaimer ist extrem teuer. Sie kostet 15.000.000 Alpha UEC und ist auch in Lorbeer kaufbar. Aber das lohnt sich. Ja, das lohnt sich sogar sehr. Ihr habt das Geld innerhalb von, weiß ich nicht, 3 Stunden auf jeden Fall wieder drin. Vielleicht sogar noch eher. Und auch das ist alles relativ risikofrei. Ja, natürlich, es kann mal sein, dass ein Spieler kommt und euch wegschießt, aber die Reclaimer hat 3 Size 3 Schilde, man kann also durchaus auch mal flüchten und, naja, sind wir ehrlich, eine 100%ige Sicherheit hast du nie. Du hast ja aber auch nicht wirklich was investiert. Ja, diese Hammerhead-Cleanup-Missionen bei Yela sind ein bisschen riskant, weil da sind ab und zu schon mal andere Spieler, aber du hast das schnell eingesaugt, 250.000 verdient. Du brauchst kein FPS-Equipment, du brauchst eigentlich gar nichts. Du musst theoretisch nicht einmal dich um die Fracht kümmern. Du kannst sogar die Fracht ignorieren und nur diese Missionen am Stück quasi spammen. Das geht auch, also da ist man relativ flexibel. Ein besonderes Schmankerl ist noch, wenn man möchte, kann man auch den Frachtraum nutzen. Also wir haben ja diesen großen Aufzug hinten. Es ist also durchaus denkbar, dass wir auch normale Salvage-Missionen machen oder sogar Bounty-Missionen machen und dort die Kisten, die dort droppen, aus den Schiffen looten und dann mitnehmen und verkaufen. Das wäre so meine Übersicht mal für euch mit den besten Schiffen aktuell im Spiel. Wenn ihr jetzt sagt, aber Knebel, da ist noch ein anderes Schiff, das ist auch voll super für das Gameplay, dann haut es mir gerne mal in die Kommentare und bringt eure Themen dann auch gerne nachher im Stream mit dazu. Denn wir werden heute diverse Sachen davon spielen. Es gibt heute Subscriber-News, es gibt heute News der Woche, also This Week in Star Citizen, also alles voller News heute. Und natürlich neuer PTU mit Seeds of Orison, Playtest und Gameplay, Gameplay, Gameplay. Unter anderem auch mit dem, was ich euch gerade hier vorgestellt habe. Und wer sich jetzt fragt, warum ich den Greycat Rock nicht aufgelistet habe, der sollen sich mal ausleihen und mal selber testen. Ich will euch nicht spoilern, aber es ist nicht sehr geil. So, danke fürs Zuschauen und bis nachher im Stream. It's been a long road getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. I can feel the change, the wind right now. Nothing's in my way, and they're not gonna hold me down. No, they're not gonna hold me down, 'cause I've got faith of the heart, going where my heart will take me. I've got faith to believe I can do anything. I've got strength of the soul. No one's gonna bend or break me. I can reach any star. I've got faith. Faith of the heart. It's been a long night trying to find my way. Been through the darkness, now I finally hit my day. And I will see my dream come alive at last. I will touch the sky, and they're not gonna hold me down, and they're not gonna change my mind, 'cause I've got faith of the heart, going
what will take me. I've got faith to believe I can do anything. I've got strength of the soul. No one's gonna bend or break me. I can reach any star. I've got faith.